stop and tell he hears that curtain calling. Yeah, when he's calling. He's a short-tempered ADD problem kid. Never can know or see where the problem is. His crazy mind. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Dezentrale Lüftung von Trox. Heute zeige ich euch unsere Geräte in Aktion. Dazu haben wir hier eine Playmobil-Schule mit eigener Lüftungstechnik. In der Ecke des Informatikraums befindet sich ein vertikales Lüftungsgerät in Verkleidung. Diese verfügt über eine öffnbare Tür, damit ihr für Wartungszwecke leicht an das Gerät herankommt. Zudem habt ihr im unteren Bereich Lüftungsschlitze, die die frische Luft in den Raum hineinbringt. Und im oberen Bereich befinden sich Schlitze, die die verbrauchte Luft aus dem Raum herausbringen. Der Biologieraum ist mit einem Deckenlüftungsgerät ausgestattet. Wir präsentieren an dieser Stelle das Skoolair DHV und bringen erstmals ein Gerät mit Rotationswärmeübertrager an die Decke. Und gleichzeitig blasen wir die Zuluft über einen innovativen Auslass in den Raum. Unsere Modelle eignen sich nicht nur, um euch zu zeigen, wo man die Geräte einbauen kann, sondern wir können euch auch erklären, was drinsteckt. Dazu habe ich hier ein Modell des Skoolair DHV in der Hand und kann den Deckel ganz einfach öffnen. Hier befindet sich der Außenluftfilter. Hier haben wir die patentierte Ventilator-Schalldämpfer-Kombination. Der Rotationswärmeübertrager darf natürlich nicht fehlen. Und wir haben hier den Platz für die Regelung. Die Zuluft wird über den innovativen Zuluftauslass in den Raum eingebracht, der sich hier auf der Unterseite des Gerätes befindet. Und wie das Ganze dann aussieht, können wir uns jetzt gleich am Modell anschauen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann klickt einfach hier auf das Modell des neuen Skoolair DHV. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, dann klickt einfach hier auf unsere Schule. Dezentrale Lüftungstechnik von Trox for Indoor Life Quality. Und hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wenn ihr weitere Playmobil-Videos sehen wollt.